Der Wettbewerb Leuchtturmprojekte an Medizinbibliotheken wurde erstmalig auf Initiative von Dr. Oliver Obst für 2013 annonciert und danach jährlich aufgelegt. Im letzten Jahr gab es 3 Einreichungen, für die haben wir eben einen ersten Preis, einen zweiten Preis und einen Sonderpreis vergeben können. Und Ende 2020 wurde dann der Wettbewerb erneut für dieses Jahr ausgeschrieben. Obwohl ja immer noch im Titel den Namen Wettbewerb trägt, geht es inzwischen aber weniger um den Wettbewerb an sich, sondern darum, Leuchttürme in der medizinbibliothekarischen Landschaft auszuzeichnen und damit sichtbarer zu machen. Es werden ausdrücklich Medizinbibliotheken aller Sparten und aller Größen angesprochen. Bei der Preiswürdigkeit der Projekte zählen nicht dessen Größe und Umfang oder der geleistete finanzielle und personelle Aufwand, sondern explizit die innovative Idee und deren Umsetzung unter den lokalen Bedingungen. Zu den Kriterien für die Jury, für die Begutachtung zählen eben die Innovation des eigentlichen Projektes, die Nachnutzbarkeit für andere Bibliotheken, ganz wichtig auch in unserem Kontext Kosten-Nutzen-Relation, noch wichtiger die Kundenorientierung und auch die Sichtbarkeit nach außen, das heißt der Imagegewinn für die Bibliothek an sich. Bis Fristende 31. März wurde ein Projekt eingereicht. Die Jury nahm sich intensiv Zeit, dieses Projekt anhand der Kriterien zu bewerten und kam letztendlich vor allem auch aufgrund des positiven Gesamteindruckes zu der Entscheidung, dass es sich definitiv um einen Leuchtturm handelt, die darin beschriebenen Angebote wichtig und nützlich, kundenorientiert und sichtbar, nachhaltig und interessant sind und damit preiswürdig. Besonders freut uns, dass es diesmal ein Projekt aus dem Kreis der Krankenhausbibliotheken ist, die sich ja eher selten am Wettbewerb beteiligen. Wir würden uns sehr freuen, wenn dieser Preis andere Krankenhausbibliotheken ermutigen würde, das eine oder andere Projekt in den nächsten Jahren selbst einzureichen. Unter dem Titel Lisando Online haben sich vor 2 Jahren 4 Bibliotheken, und zwar 2 Patientenbibliotheken der Berliner Charité, die Klinikbücherei im Universitätsklinikum Münster sowie die Bibliothek im Krankenhaus des St. Franziskus Hospitals Münster zusammengetan, um gemeinsam den Patientinnen und Patienten ihrer Kliniken die Ausleihe von E-Medien am Krankenbett zu ermöglichen. Dieses neue Angebot ergänzt sinnvoll die bisherige Ausleihe reingedruckter Medien. Für die E-Books können die Patientinnen und Patienten ihren eigenen Reader benutzen, haben aber auch die Möglichkeit, einen zu entleihen. Von Vorteil ist ebenso, dass die Leihfrist der Medien 3 Wochen beträgt und damit nicht auf den Aufenthalt im Krankenhaus beschränkt ist. Die Jury war sich einig, dass das eingereichte Projekt aus verschiedenen Gründen ein Leuchtturm für das medizinische Bibliothekswesen darstellt, von denen ich einige hervorheben möchte. So beeindruckte uns das Engagement, hier nicht nur ein Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen, sondern sich dabei auch finanzielle Unterstützung in der Anfangsphase durch das Bundesgesundheitsministerium zu suchen. Das erforderte eine gewisse Wissenschaftlichkeit in der Projektskizzierung und schaffte auch durch die Bündelung der vorhandenen personellen und vor allem auch der finanziellen Ressourcen ein gutes Fundament für die Optimierung und Verstetigung des Projektes. Durch die Verbundstruktur wird eine größere Reichweite erzielt, die von einer großen Kooperationsbereitschaft untereinander und von einem starken Engagement für die eigene Nutzerschaft zeugt. Sie lädt andere Patientenbibliotheken ein, dem Verbund beizutreten und damit automatisch das mögliche Angebot zu erweitern. Da in der Corona-Pandemie auch die gedruckten Bücher als Übertragungsweg diskutiert wurden, kann man hier die Ängste der Patientinnen und Patienten aufgreifen und ihnen die Ausleihe nahezu kontaktlos ermöglichen. Das Projekt setzt den Fokus auf elektronische Medien, kann somit schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Während vielfach die Ausleihe gedruckter Medien zurückgefahren werden musste, war hier sogar ein Anstieg der Nutzungszahlen zu beobachten. Die Ausleihe elektronischer Medien wird von den Patientinnen und Patienten sehr gut angenommen und gerade auch Schwerstkranke, bei denen noch höhere hygienische Maßnahmen nötig sind, profitieren davon. Gerade der Modellcharakter der Onleihe als zukünftiges Geschäftsmodell für Patientenbibliotheken könnte den Weg in ihre mögliche Zukunft weisen. Die Projektteilnehmerinnen haben in ihrer Bewerbung angegeben, wofür sie das Preisgeld einsetzen möchten, und zwar
für die Erweiterung um fremdsprachige Lizenzen. Wie wir alle wissen, sind diese nicht umsonst, im Gegenteil. So gesehen freut es uns, dass in diesem Jahr das volle Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro an die Preisträgerin gehen kann. Ihr Ziel ist es, das Angebotsspektrum sukzessive zu erweitern und zukunftsfähig zu machen. Wir würden uns freuen, wenn dieses Angebot auch im Sinne von Open Science und dem aufgeklärten Patienten Literatur zu wichtigen Themen wie Gesundheitsförderung, Behandlungsunterstützung etc. bieten wird. Und jetzt möchte ich das Wort an die Preisträgerin übergeben. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen unser Gewinnerprojekt beim AGMB-Wettbewerb 2021 heute hier vorstellen dürfen. Mein Name ist Beate Detlefs und ich leite die Patientenbibliothek der Charité Mitte. Die E-Medienausleihe Lisando Online wird im Moment von 4 Krankenhausbibliotheken im Verbund angeboten, aber weitere Kandidaten haben schon ihr Interesse bekundet und werden bald hinzukommen, sodass das Angebot an gemeinsamen Lizenzen und an unserem Gewinn noch mehr Patientinnen und Patienten zugutekommt. Hier nochmal kurz die Geschichte von Lisando Online. Dazu müsste noch ergänzt werden, dass bereits 2015 die Idee zum Verbund einer E-Medienausleihe am Rande der Tagung der Patientenbibliotheken in Hofgeismar entstand. Also diese Tagung findet alle 2 Jahre statt. Und schon 2015 hatte man sich dort im sozusagen seminarfreien Raum beim Networking darüber unterhalten, dass das eine tolle Idee wäre. Auch in diesem Jahr, also 2021, hat die Tagung stattgefunden und jetzt heißt sie Forum für soziale Bibliotheksarbeit. Lisando Online ist Teil der Onleihe der DiviBib. Laufende Kosten und ein Jahresbudget werden von den Krankenhäusern bereitgestellt. Durch das Förderprojekt des Bundesministeriums für Gesundheit wurde vieles angeschoben, aber es wurden keine Lizenzen finanziert. Für die E-Medien ist eine andere Art der Vermittlung am Krankenbett notwendig. Die Titelauswahl liegt jetzt überwiegend beim Patientinnen oder bei den Patienten. Wichtiger wird die technische Begleitung und Befähigung, das Angebot zu nutzen. Auch das leisten die Patientenbibliothekarinnen neben dem Bestandsaufbau für Lisando.de online. Endgeräte wie Tablets und Tolinos können bei uns entliehen werden, aber die Tendenz geht eindeutig zum eigenen Endgerät, das viele Patientinnen und Patienten jetzt schon dabei haben. Ein bisschen Statistik. Die Medien werden gut 2-mal umgesetzt, die Tendenz ist steigend. Die Anzahl der fremdsprachigen Titel in unserem bisherigen Angebot ist sehr gering, sieht man da 44. Das liegt unter anderem an den sehr hohen Preisen für fremdsprachige E-Medien-Lizenzen. Hier sieht man die Entwicklung der Ausleihe seit den Anfängen des Projekts. Mit den Einschränkungen des physischen Service am Krankenbett durch die Corona-Schutzmaßnahmen sieht man eine deutliche Zunahme der Lisando-Online-Nutzung. Aber auch ohne den Corona-Bonus steigt die Nutzung mit dem Bekanntheitsgrad des Angebots. Warum werden wir das Preisgeld für fremdsprachige Lizenzen verwenden? Wo entsteht der Bedarf? Hierzu als Beispiel die Strategie zur internationalen Ausrichtung der Charité. Ähnliches findet sich in anderen Kliniken. Wir bieten bereits physische Bücher in 20 Sprachen an. Nun soll auch dieses Angebot elektronisch ergänzt werden. Diese Sprachübersicht haben wir exemplarisch anhand der Herkunftsländer der Charité-Patientinnen und Patienten errechnet. Zum Beispiel in 20 Herkunftsländern der Patientinnen wird Arabisch gesprochen. Daher ist Arabisch die meistgesprochene Sprache der fremdsprachigen Patientin in der Charité. Also dies nur als Beispiel und Erklärung dafür, dass dieser gelbe Block oben so groß ist und ganz vorne steht. Ähnliche Zahlen finden sich in den anderen Krankenhäusern. Manchmal ist die Gewichtung vielleicht etwas anders als in Berlin. Wir möchten eine Grundlage an fremdsprachigen Lizenzen schaffen, zu der wir im Laufe der Zeit mehr Sprachen ergänzen können, wenn die Lizenzen dafür erhältlich sind.
Der Verbund besteht zurzeit aus 3 Krankenhäusern. Uns liegen schon 2 weitere Beitrittsanfragen vor. Dem Verbund liegt ein Kooperationsvertrag zugrunde. Bei Interesse wenden Sie sich gern an Frau Audig im Uniklinikum Münster, hier auf dem Foto ganz rechts, also von mir aus gesehen ganz rechts. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und natürlich für die Auszeichnung, wie hier auch steht. Fragen beantworten wir gern. Auch Frau Amberg und Frau Audig sind heute online dabei. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Präsentation des Projektes. Wie gesagt, ich habe ja in meiner Laudate schon erzählt, warum, was uns eben sehr gut gefallen hat. Ich war ja auch Mitglied der Jury. Das heißt, ich habe da im Grunde auch meinen eigenen Eindruck mit wiedergegeben. Genau, was mich auch sehr freut, ist, dass tatsächlich Sie auch schon Interessensbekundung haben. Das heißt, dass das wirklich eben auch der Verbund größer wird. Wir haben wir haben ja einen Arbeitskreis Krankenhausbibliotheken, auch diverse Patientenbibliotheken dabei. Also ich kann Sie nur ermuntern, nehmen Sie den Kontakt auf, wie Frau Detlefs ja gesagt hat, zu Frau Audig, melden Sie sich. Sie können davon profitieren, der bestehende Verbund wird davon profitieren, etc. Noch sozusagen als Motivation für zukünftige Teilnehmer an unserem Wettbewerb. Sie bekommen im Grunde neben dem Preisgeld eben auch eine, wie ich finde, sehr schön gemachte Urkunde von uns. Und die hat erstellt Oliver Weiner immer für uns. Dafür danke ich ihm auch. Und ich werde genau diese Urkunde dann eben zusammen, also an jeden von den 4 Teilnehmerinnen schicken, im Grunde im Nachgang, unabhängig von dem Preisgeld natürlich.